Good morning, everyone. My name is Constantin Brown and Guten Morgen, ich heiße Constantin Braun. Ich begrüße alle Vertreter der Presse und auch alle Gäste hier zu dieser Pressekonferenz. Es geht darum, die Blackbox der EZB zu öffnen. Es gibt eine Kampagne zum Zugang von Dokumenten bezüglich eines Rechtsgutachtens der EZB. Diese zwei Vertreter hier haben diese Kampagne ins Leben gerufen. Ich möchte Sie zunächst einmal hier vorstellen, Herr Yannis Varoufakis, Professor für Wirtschaft, ehemaliger griechischer Finanzminister. Zu meiner Rechten sitzt Fabio De Masi, Mitglied des Europäischen Parlaments, tätig im Ausschuss für Wirtschafts- und Währungsfragen, stellvertretender Vorsitzender des Ermittlungsausschusses Panama Papers. Wir beginnen zunächst einmal mit Herrn De Masi, ungefähr 5 Minuten lang. Anschließend wird Herr Varoufakis ebenfalls ungefähr 5 Minuten lang das Wort bekommen und anschließend können Sie Fragen stellen. Ich möchte jetzt zunächst einmal Herrn De Masi das Wort geben, bitte. Thank you very much, Constantine. Herzlichen Dank, Constantine. Wahrscheinlich werde ich in der Sprache von Herrn Schäuble sprechen. Ich wollte nämlich sicherstellen, dass Yannis sich ganz wie zu Hause fühlt, wenn er in Brüssel ist. Also, wenn Sie eine Verdolmetschung brauchen, Yannis, dann bitte. Morgen an die Vertreterinnen und Vertreter der Presse. Wir sind heute hier zusammengekommen, weil wir Sie über eine Initiative informieren möchten, die Yannis und ich gemeinsam auf den Weg gebracht haben. Es geht darum, dass die Europäische Zentralbank die griechische Regierung zwang, auf dem Höhepunkt der sogenannten Verhandlungen der Troika neue Kredite auf alte Schulden zu türmen und mit der verheerenden Kürzungspolitik fortzufahren. Und sie haben das dadurch gemacht, dass sie in verkürzter Form den Banken, den Geldern zugedreht haben. Und die Europäische Zentralbank war sich offensichtlich nicht sicher, ob diese Maßnahme legal war. Denn wie wir herausfinden konnten, hat sie von einer privaten Anwaltskanzlei eine Rechtsgutachten in Auftrag gegeben. Und in diesem Rechtsgutachten ging es um die Frage, ob die Europäische Zentralbank ihr Mandat überschreitet, ja verletzt, wenn sie die Geldpolitik, also die Geldversorgung etwa der Banken, verknüpft mit konkreten wirtschaftspolitischen Maßnahmen wie der Kürzung von Löhnen oder Renten bzw. dem Memorandum. Ich habe daraufhin als Europaabgeordneter angefragt bei Herrn Draghi und um die Zustellung dieses Gutachtens gebeten und er hat dies verweigert. Und vor diesem Hintergrund haben wir uns jetzt vereinbart, dass wir eine große Informationsfreiheitsanfrage an die Europäische Zentralbank stellen werden. Diese Anfrage wurde innerhalb von einer Woche von etwa 25.000 EU-Bürgerinnen und Bürgern unterstützt. Wir werden die Kampagne fortführen bis zum 60. Jahrestag der Verträge von Rom. Wir haben für diese Kampagne prominente Unterstützerinnen und Unterstützer gewinnen können, darunter etwa 2 französische Präsidentschaftskandidaten. Von meiner Seite Jean-Luc Mélenchon, von der Seite von Yannis Varoufakis hat sich Benoît Hamon zur Unterstützung bereit erklärt. Wir haben Gesine Schwan, die Yannis Varoufakis eingebracht hat. Sarah Wagenknecht, die Fraktionsvorsitzende der Linken im Deutschen Bundestag. Und zahlreiche prominente Akademikerinnen und Akademiker, darunter zum Beispiel der gute Freund von Yannis, James Galbraith, der Sohn des ehemaligen Kennedy-Beraters, ebenso wie Jeffrey Sachs. Ich will es hierbei belassen. Yannis wird Sie jetzt informieren über seine Beweggründe, über die weiteren Ziele der Kampagne. Und ich freue mich im Anschluss auf Ihre Fragen. Vielen Dank. Im Juni 2015 hat die Europäische Zentralbank über den EZB-Rat im Anschluss an die Entscheidung von Januar 2015 und die Schließung der großen Banken beschlossen, hier diesen Schritt zu tun. Und ein Jahr später fand dann das Brexit-Referendum statt. Und damit ist die Europäische Union in einen Zeitraum des Zerfalls eingetreten. Es gibt jetzt große Debatten über ein Europa unterschiedlicher Geometrie
Und ganz ehrlich gesagt, also ob die EU überhaupt gerettet werden kann. Und da geht es um die Zukunft der Europäer. Aber diese damaligen Entscheidungen der EZB von 2015 und die Schließung der großen griechischen Banken wird wahrscheinlich doch als historische Entscheidung in die Geschichte eingehen. Und Europa führt jetzt die Diskussion, die wir eigentlich schon lange hätten führen müssen, über die Zukunft der Europäischen Union. Aber eigentlich müssen sich doch alle europäischen Bürger fragen, weshalb man jetzt nicht die eigentlichen Probleme angeht, nämlich die Problematik, die schon in den Grundlagen Europas geborgen liegt und damit die EU insgesamt in Frage stellt, also diese Grundlage der Wirtschafts- und Währungsunion. Also wenn man nicht versucht, die eigentlich soziale und wirtschaftliche Desintegration hier zu überwinden, schafft man neue Probleme, indem man in verschiedenen Bereichen verstärkte Zusammenarbeit betreiben will. Also natürlich ist es richtig, in die Richtung zu gehen, aber zunächst einmal sollten wir die Probleme Europas und des Euro-Währungsgebiets beheben. Die EZB ist die einzige ernstzunehmende Institution des Euro-Währungsgebiets und hat viel weitreichendere Befugnisse als alle anderen Zentralbanken weltweit. Im Juni 2015 hat man beschlossen, sämtliche Banken in einem Mitgliedstaat zu schließen. Also das ist doch weitreichende Macht. Aber in der Satzung der EZB wird ja eigentlich die völlige Unabhängigkeit von der Politik beschworen. Es gibt weder im Osten noch im Westen andere Zentralbanken, die weniger unabhängig sind von politischen Verfahren als die EZB. Wenn man dran denkt, dass Mario Draghi, der Präsident der EZB und das direkt der EZB-Rat von einer informellen Finanzministergruppe, nämlich der Eurogruppe, gesteuert werden und völlig abhängig sind und dann noch so weitreichende Befugnisse hat. Und diese Eurogruppe, die ist ja in den europäischen Verträgen überhaupt nicht vorgesehen. Also schon allein, wenn man sich das alles vor Augen hält, dann ist deutlich, welcher Missstand hier wirklich schon in den Fundamenten des Euro-Währungsgebiets geborgen ist. Und diese Währungskrise hat zu einer weitreichenden Krise der EU insgesamt geführt. Im Juni 2015, als der Gouverneursrat dann beschlossen hat, eben die griechischen Banken zu schließen, da wurde deutlich, dass der Präsident der EZB wohl doch das Gefühl hatte, dass er da nicht ganz solide Grundlagen hat, um diese Bankenschließung vorzunehmen. Wir wissen das, weil am 18. Juni ein Rechtsgutachten von einer privaten Kanzlei in Auftrag gegeben wurde. Und wir hätten gern dieses Rechtsgutachten und wir hätten gern auch, dass Sie Zugang dazu zu bekommen. In diesem Rechtsgutachten wird eruiert, inwieweit die EZB unabhängig von der Eurogruppe ist und deren politischen Prioritäten. In diesem Rechtsgutachten wird darauf eingegangen, ob diese übermäßige Machtanhäufung bei der EZB wirklich im Einklang steht mit demokratischen Verfahren und der Unabhängigkeit der EZB. Machtüberfluss ohne Transparenz, ohne das Recht der Europäer Einblick zu nehmen in Rechtsgutachten, die für deren Steuergeld in Auftrag gegeben werden. Also diese Kombination zwischen weitreichenden Befugnissen und mangelnder Transparenz, die steht nicht im Einklang mit den Grundanforderungen von demokratischen Verfahren und liberalen Demokratien. Von daher haben wir eine Kampagne gestartet. Wir möchten Unterstützung von Akademikern einholen, von Politikern und europäischen Bürgern.
ganz einfach mit dem Ziel, dies alles aufzuklären. Wie sieht es aus? Kann eine europäische Institution ein Rechtsgutachten in Auftrag geben und dieses Rechtsgutachten nicht offenlegen und damit Ihnen die Möglichkeit verweigern, auch gut informiert zu entscheiden über Maßnahmen, die, wie wir jetzt wissen, zum Zerfall der EU geführt haben? Wir haben Unterstützung von unterschiedlichsten politischen Gruppierungen in Europa. Fabio hat schon einige erwähnt. Ich möchte hier auch noch ein paar Verweise vornehmen. Auf Benoît Hamon, der Präsidentschaftskandidat der Sozialisten in Frankreich, Jean-Luc Mélenchon von der linken Partei, Katja Kieping in Deutschland, Gesine Schwan, eine gute Freundin, sie war zweimal Präsidentschaftskandidatin der SPD, Jeffrey Sachs, ein Kollege von Columbia Universität, Gustav Horn, Aidan Reagan aus Dublin, Joseph Fauveau von der Humboldt-Universität, Anna Gibson von Cambridge. Das ist jetzt ein kleiner, aber entscheidender Schritt, den wir vollziehen, wenn wir es erreichen, dass die Europäer sich gut informiert mit den Maßnahmen dieser Institution auseinandersetzen können, die gleichzeitig viel, aber auch sehr wenig Macht hat. Das wäre ein wichtiger Schritt im Hinblick auf die Diskussion, die die Europäer eigentlich führen sollten über diese Entwicklungen, die die Demokratie und Integrität Europas bedrohen. Danke. Thank you, Fabio und Yannis. Danke, Fabio und Yannis. Wir haben jetzt Zeit, damit Sie Fragen stellen können. Ich möchte Sie bitten, ein Handzeichen zu geben, wenn Sie eine Frage haben. Und Sie kennen wahrscheinlich die Spielregeln hier. Wir würden es natürlich gerne sehen, wenn Sie sich selbst auch kurz vorstellen, sagen, für welche Medien Sie arbeiten und wie Sie heißen. Bitte sehr. You first, please. Tamaya, von der German Press. Tamaya von der deutschen Presse. Sind Sie vor Gericht gegangen, um jetzt Einblick in das Rechtsgutachten zu bekommen? Nein. Im Augenblick sind wir dabei, Unterschriften zu sammeln. Es geht um einen Antrag auf Informationsfreiheit. Wir müssen nicht unbedingt diese Unterschriften sammeln. Wir hätten das alleine auch unternehmen können, einer von uns oder auch beide zusammen. Aber wir haben gesagt, wir möchten die breite Unterstützung der Bürger. Die Europäische Zentralbank ist ja ihre Institution, wird ja im Wesentlichen finanziert durch Steuergelder. Deshalb sammeln wir jetzt Unterschriften und wir werden einen Antrag auf Informationsfreiheit stellen. Die Europäische Zentralbank wird, glaube ich, 2 Wochen Zeit haben, um darauf zu reagieren. Wenn sie dann weiterhin sich weigert, das Rechtsgutachten freizugeben, erwägen wir, vor Gericht zu gehen. Wir haben dabei die Unterstützung von Professor Andreas Fischer-Lescano, ein sehr bekannter Jurist in Deutschland. Er hat nämlich damals beweisen können, dass Minister Gutenberg seine Doktorarbeit mit Plagiaten versehen hatte. Er ist also gut bekannt. Er ist auch ein Experte für Europarecht und hat ein Rechtsgutachten vorbereitet zur Weigerung der EZB, wiederum ihr Rechtsgutachten zu veröffentlichen. Und er ist davon überzeugt, dass wir gute Aussichten haben, unseren Antrag durchzubekommen. Die Bedeutung geht über Griechenland hinaus. Es geht auch um Irland, über Irland und Zypern hinaus. Es geht darum, ob die EZB das Recht hat, sich einzumischen in die demokratischen Belange durch ihre Geldpolitik. Gleichzeitig wissen wir auch, dass die Aufgabe der Zentralbank darin besteht, der Wirtschaft liquide Mittel zu verschaffen, die Banken zu beaufsichtigen, aber nicht die Banken zu schließen und eine Regierung zu zwingen, Renten und Löhne zu kürzen. Ich möchte hier noch etwas ganz Wichtiges sagen. Es geht hierbei nicht um eine Konfrontation mit der EZB. Sie
Sie haben die Frage gestellt, ob wir vor Gericht gehen werden. Fabio sagte es bereits. Wir gehen konsensuell an die Frage heran. Wir haben Mario Draghi gebeten, das Rechtsgutachten freizugeben. Er hat uns geantwortet, hat gesagt, aus Gründen der Vertraulichkeit kann er es nicht veröffentlichen. Wir haben deshalb ein Rechtsgutachten eingeholt von Professor Fischer-Lescanner, in dem gesagt wird, dass das keine vernünftige Begründung ist für die Nichtfreigabe eines Dokumentes. Jetzt sind wir dabei, die europäischen Bürger zu informieren über diesen Mangel an Transparenz, sie aufmerksam zu machen auf die Tatsache, dass die EZB eindeutig den Eindruck hat, dass sie sich auf sehr dünnem Eis bewegen. Und deshalb haben sie ja auch ein Rechtsgutachten von einer externen, unabhängigen Firma eingeholt und nicht von einer Stelle innerhalb der EZB. Wir denken, dass die Europäische Zentralbank aufgefordert werden muss, dieses Rechtsgutachten zu veröffentlichen. Es ist nämlich ein Thema, das für alle, die auf unserem Kontinenten leben, von großer Bedeutung ist. Man muss einfach die Grenzen der exorbitanten Machtfülle der EZB kennen. Man muss gleichzeitig auch erfahren, wie die Unabhängigkeit der EZB gegenüber der Eurogruppe gewahrt bleiben kann. Wir fordern europäische Bürger auf, sich anzuschließen. Nicht unbedingt, dass Sie Fabio und mir beipflichten unserer Einschätzung der Legitimität dessen, was die EZB tat, aber einfach, dass wir alle fordern, dass wir das Recht haben, dieses Rechtsgutachten einzusehen. Deshalb fordern wir alle auf, diese Petition zu unterzeichnen. Sie können das dadurch tun, indem Sie diem25.org anklicken. Dort können Sie die Petition unterzeichnen. Es geht darum, die Blackbox der EZB zu öffnen. Wenn wir das nicht tun, können wir auch nicht die Diskussionen führen, die wir als Europäer eigentlich führen müssten, um nämlich auch den Prozess des Zerfalls wieder umzukehren, der ja zu erheblichen menschlichen und sozialen Kosten für ganz Europa führt. Please. Danke schön. Weitere Fragen? Hier. Björk Svetlana. Jetzt von Politica. Also ich möchte die technischen Aspekte nachvollziehen. Also Sie werden dann die Petition der EZB vorlegen und müssen Sie innerhalb von zwei Wochen dann antworten auf dieses Anliegen? Also wir brauchen uns nicht dorthin zu begeben, wir können das auch mit einem Schreiben übermitteln. Also wahrscheinlich auch mit schönem Briefkopf an Herrn Draghi. Und wir hoffen vor allem, dass wir viele Unterschriften für dieses Anliegen bekommen. Und dann werden wir einfach sagen, ja, wir werden die Anliegen all dieser Bürger in einem Rechtsverfahren vertreten können. Also es kann sein, dass wir uns vielleicht persönlich dahin begeben können. Wir werden sehen, ob Mario Draghi uns persönlich willkommen heißen möchte. Wir haben auch Kontakte zu EZB-Mitarbeitern und wir können da vielleicht eine Einladung bekommen. Yet. And these 15 und 2 Wochen, das ist die Frist, die in den entsprechenden Transparenzverordnungen für die europäischen Institutionen vorgesehen ist. Die EZB kann um eine Verlängerung der Frist bitten mit einer entsprechenden Begründung, weshalb sie eben nicht in der Lage sein, innerhalb von 2 Wochen zu antworten. Und dann hätten wir etwa 2 Monate, um Klage vor Gericht zu erheben. Normalerweise kann ein derartiges Verfahren bis zu 2 Jahren in Anspruch nehmen. Ich habe ja auch schon die Kommission verklagt bezüglich des mangelnden Zugangs zu Dokumenten im Hinblick auf die Körperschaftssteuer. Und dieses Verfahren läuft seit etwa einem Jahr, aber 2 Jahren wäre eine angemessene Frist für ein Urteil des Gerichts. Aber wir haben Zeit, wir können warten. Wir hoffen, dass der Euro bis dahin nicht zusammenbrechen wird, denn es besteht ja durchaus diese Gefahr in Anbetracht der jüngsten Entwicklungen.
Und dann noch eine weitere Bemerkung. Die M25 hat ein Hintergrundpapier erstellt, 8 Seiten lang, mit Auszügen aus dem Rechtsgutachten von Professor Fischer-Lescano. Also das liegt auch am Eingang auf und auch online ist dieses Rechtsgutachten, was wir in Auftrag gegeben haben, verfügbar. Thank you. You, yes. Good morning, Minister. Irina Kostaki from New Europe newspaper. Are you still avoiding to... Guten Morgen. Weigern Sie sich immer noch zu akzeptieren, dass Sie den Rechtsakt unterzeichnet haben, wodurch die Kapitalkontrollen in Griechenland eingeführt wurden? Also, abgesehen von dem Transparenzverfahren. Und ich gehe davon aus, dass Sie das mit den entsprechenden Unterschriften dann auch durchführen werden. Aber könnten Sie jetzt den Journalisten sagen, dass Sie ebenfalls unterzeichnet haben, damit die Banken in Griechenland schließen mussten? I signed the death certificate. Ich habe das Todeszertifikat unterzeichnet, aber ich habe den Mord nicht begangen. Das ist ganz einfach. Am 27. Juni hat die Europäische Zentralbank eine Entscheidung getroffen, die sichergestellt hat, dass am darauffolgenden Montagmorgen die Banken kein Bargeld mehr haben würden. Mit anderen Worten, die Banken müssten dicht machen. Das war eine Entscheidung unserer Regierung. Aber angesichts der Tatsache, dass die Banken sowieso am Montagmorgen schließen würden, aufgrund der Entscheidung der EZB, was die Entscheidung, dass sie dann gar nicht erst öffnen sollten, um Unruhen zu vermeiden, um zu vermeiden, dass Bankangestellte gefährdet würden, dadurch, dass beispielsweise Sparer in Zweigstellen eindringen, in denen es aber kein liquides Geld mehr gab, aufgrund der Entscheidung der EZB. Diese Kampagne der Desinformation, dass das Opfer nämlich verantwortlich ist für das Schicksal, was es erleiden musste, ist eine sehr interessante Sichtweise, zeigt eigentlich, dass einige Medien nicht geschafft haben, zu erkennen, worum es wirklich geht. Es geht doch um Folgendes, dass wir nämlich eine Zentralbank haben, die sehr einzigartig ist in der Geschichte der Zentralbanken. Das ist die einzige Zentralbank, hinter der keine Regierung steht. Und wir haben andererseits Regierungen, hinter denen keine Zentralbank steht. Das ist also wirklich eine mangelnde Übereinstimmung beim Konstrukt der EZB. Das hat wiederum zu einer sehr schwierigen Situation geführt. Und diese schwierige Situation wurde im Jahr 2015 in Griechenland deutlich, dadurch, dass der EZB-Rat aus Gründen, über die man sicherlich diskutieren kann, beschlossen hat, die griechischen Banken dicht zu machen. Ob der Finanzminister jetzt das Rechtsdokument unterzeichnet hat oder nicht, mit dem die Zweigstellen am Montagmorgen dann nicht öffneten, ist völlig irrelevant. Let me just briefly say that I remember. Ich möchte kurz noch Folgendes sagen. Wir haben ja jetzt gerade einen Wahlkampf in Deutschland. Wir führen dabei auch die Diskussion über den Aufstieg von Herrn Schulz in den Meinungsumfragen. Und das Geheimnis seiner Erfolgsgeschichte ist wahrscheinlich das, dass die Menschen ihn in Deutschland nicht kennen. Das ist immer sicherer, wenn die Menschen einen nicht kennen. Aber Herr Schulz und auch Herr Juncker haben im Europäischen Parlament bzw. in der Presse Verlautbarungen abgegeben vor dem Referendum in Griechenland, die im Wesentlichen Folgendes sagten. Ende der Austerität, ein Nein beim Referendum und Mitgliedschaft in der Eurozone, das wäre nicht miteinander zu vereinbaren. Wir wollen herausfinden, ob das wirklich wahr ist. Wenn das Rechtsgutachten nämlich bestätigt, dass all das, was damals geschah, rechtlich in Ordnung war, dass man also die Banken schließen konnte und sagen konnte, wenn sie jetzt Löhne und Renten nicht kürzen, dann werden sie aus dem Euro herausgeworfen,
dann können die Bürger ihre eigenen Schlüsse daraus ziehen, können überlegen, ob das überhaupt noch der richtige Rahmen ist für eine Währungsunion. Wenn es aber anders aussieht, dann haben Herr Schulz und Herr Juncker sich vielleicht geirrt. Genau das möchten wir herausfinden, nicht mehr und nicht weniger. Okay, we have time for one. Ja, eine letzte kurze Frage, bitteschön. Bjarke again from. Hey Bjarke, nochmal von Politiker. Also, das hat natürlich mit der Unabhängigkeitsdebatte zur EZB zu tun. Sie sagen, es steht keine Regierung hinter der EZB, aber die meisten Zentralbanken sind doch unabhängig, auch wenn eine Regierung hinter ihnen steht. Also ich hätte gern Sie noch einmal dazu gehört, sollte die EZB nicht so unabhängig sein? Wie sehen Sie das? I don't believe this is the Ja. Ich weiß nicht, ob das das richtige Gremium ist, um diese interessante intellektuelle Debatte zu führen über die Vor- und Nachteile der Unabhängigkeit der Zentralbanken. Die EZB wurde als unabhängige Bank aus der Taufe gehoben, aber hat sich als wenig unabhängig erwiesen. Die am wenigsten unabhängige Zentralbank, seit es Zentralbanken gibt. Ich möchte noch einmal auf Juni 2015 verweisen. Für die EZB war der weitere Zugang zu Liquidität von Banken, denen sie vor ein paar Monate vorher erst Liquidität zugebilligt hatte, etwas, was ausgehend von Entscheidungen von Finanzministern in der Eurogruppe beschlossen wurde. Die Eurogruppe selber ist ja kein juristisch anerkanntes Gremium. Und das ist der große Widerspruch. Also die weltweit unabhängigste EZ-Zentralbank hat sich dann völlig politisch abhängig erwiesen von einem Finanzministergremium, das nicht einmal in den europäischen Verträgen vorgesehen ist. Das ist natürlich für das Direktor, den EZB-Rat und Herr Draghi sehr schwierig, diese Situation. Und anscheinend waren sie sich selber dieser Grauzone bewusst und deswegen haben sie wohl das Rechtsgutachten bei einer privaten Kanzlei in Auftrag gegeben. Aber dass eben das Gutachten nicht offengelegt wurde, dass keine offene Debatte geführt wurde, das stört uns. Das fordern wir. Denn ansonsten haben wir eine Grauzone, weitreichende Befugnisse und einen Mangel an Transparenz. Und das ist ein schlechtes Omen für die europäische Demokratie. Let me just conclude and then we can take maybe further questions bilaterally. Because ja, ich möchte jetzt abschließen. Wir können dann vielleicht weitere Fragen bilateral behandeln. Ich möchte zum Abschluss nur Folgendes sagen. Ich möchte Ihnen noch einige Hintergrundinformationen geben, wie das Ganze zustande kam. Im Oktober 2014, also vor Wahl der Syriza-Regierung, war ich bei der EZB mit einer Delegation unseres Ausschusses für Wirtschaft und Währung. Ein Mitglied des Direktoriums der EZB hat mir gesagt, gut, wenn die Griechen beschließen, die Syriza an die Macht zu verhelfen, dann werden wir im Wesentlichen ihnen den Euro-Geldhahn zudrehen. Wir werden griechische Staatsanleihen eigentlich nicht mehr als Sicherheiten für die Zentralbank akzeptieren. Das ist schon eine Mischung in den demokratischen Prozess. Aber sie haben technisch argumentiert und haben gesagt, entweder hat man Zugang zu den privaten Kapitalmärkten oder man unterzeichnet ein Memorandum. Dadurch bekommt man im Wesentlichen neue Darlehen zusätzlich zur alten Verschuldung, also quasi eine neue Kreditkarte durch die anderen Mitgliedstaaten. Ich habe dann gesagt, in der Krise von Zypern wurde beispielsweise sogar ein Fitnessstudio einer Zentralbank als Sicherheit akzeptiert. Also die haben das ganze Sicherheitsverfahren für zahlreiche Banken revidiert. Daraufhin gingen sie ein bisschen in die Defensive und haben gesagt, ja, vielleicht haben sie da recht, aber wir haben jetzt einfach dieses Rechtsgutachten in Auftrag gegeben. Also so ist die Diskussion überhaupt entstanden. Und seitdem versuchen wir jetzt Zugang zu diesem Dokument zu bekommen. Da möchte ich noch Folgendes sagen. Viele
unserer Unterstützer kommen aus vielen unterschiedlichen politischen Bereichen. Sie werden zum Beispiel einen Artikel finden von Herrn Martin Hellwig. Er unterstützt unsere Kampagne nicht direkt, aber er hat im Wesentlichen die gleichen Argumente vorgetragen wie wir, oder auch das Handelsblatt sprach von illegaler Erpressung. Dann Grünen, viele verschiedene Wirtschaftler sind da vertreten, Menschen, die unterschiedliche Auffassungen bezüglich der Eurozone. Ich zum Beispiel bin eher skeptisch, was die Tragfähigkeit des Euro betrifft. Aber wir alle sind uns einig bei einem Punkt, dass die EZB transparent sein muss. Sie hat nämlich ein entsprechendes Mandat. Und wenn sie entweder gezwungen wird, durch die europäischen Finanzminister, durch Herrn Schäuble oder auch durch Frau Merkel eine Geldpolitik zu betreiben, die ihr Mandat verletzt, dann haben wir ein Problem. Oder auch wenn die EZB aus eigenem Willen beschließt, die Demokratie den Entscheidungen eines kleinen Gremiums von Zentralbankern zu unterwerfen, dann wäre das ebenfalls ein Problem. Deshalb brauchen wir das Rechtsgutachten, Herr Draghi, wenn Sie uns heute zuhören. Herzlichen Dank, Fabio und Janis. Herzlichen Dank an alle, die heute zu unserer Pressekonferenz gekommen sind. Ich möchte auch den Dolmetschern ganz herzlich danken. Und wir haben schon gesagt, wenn Sie jetzt noch weitere kurze Fragen haben, können Sie das bilateral gern tun. Auf jeden Fall freuen wir uns, Sie zu einem anderen Zeitpunkt wiederzusehen. Danke.